Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Fishing Northern Atlantic, dem Fischfangsimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja dieses schöne Schiff hier geholt, die Leonore. Heißt natürlich The Wave, wie ihr auch in den vorherigen Kommentaren geschrieben habt. Der Fischfang in der letzten Folge war leider ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht so gut. Oh, denn ich habe zu lange gewartet und hier könnte es auch schon wieder Probleme geben, denn ich war fleißig, habe auch ein bisschen was vorbereitet, habe mir ein paar Sachen angeschaut. Hier sind wir noch im grünen Bereich mit dem Fischfang. Ich habe mir schon ein paar Langleinen ausgebracht. Diese Leine hier, die habe ich definitiv nicht ausgebracht. Das ist irgendwie ein Bug, den das Spiel irgendwie noch bereithält. Leider ist es so, mit einem neuen Update kommen auch immer weitere zahlreiche Bugs mit dazu. Leider. Das mit Ausnehmen mit den Fischen klappt auch noch nicht so ganz. Ist irgendwie auch noch nicht so wirklich hilfreich. Was wir heute aber auf jeden Fall machen wollen, ist die Langleinen ausbringen. Ich würde sagen, wir schalten mal den Autopiloten hier ein. Stell den mal auf so... Was machen wir denn da? Ich mache mal so 7 Knoten. Das ist... Oder machen wir 8 Knoten. Das ist, denke ich mal, eine gute Geschwindigkeit. Und dann werden wir die Langleinen heute ausbringen. Wir werden das Ganze jetzt auswerfen hier. Schon mal vorbereiten. Zack, wir haben das mit Krabben ausgerüstet für Thunfisch. So, bringen das Ganze jetzt aus. 100 Meter geht das Ganze. Und dann werden wir die anderen Langleinen auf jeden Fall auch einholen. Das dauert halt immer ein bisschen. Ne? Die Länge ist auf jeden Fall ausschlaggebend. Vielen Dank für eure Tipps. Ich glaube, ich werde in Zukunft einfach hier so lange warten und einfach hier draußen verharren, bis wir den Fisch einholen können, damit wir auch die optimale Dauer des Fischfangs haben. Denn ich denke, dass das Ganze besser wäre, weil vorhin, wo ich rausgefahren bin, war das Ganze nämlich noch blau und jetzt haben wir schon über einen Tag. 48 Stunden sagt man bei Langlein, so maximal. 24 Stunden ist, glaube ich, das Optimum. Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr könnt mich da auch gerne korrigieren. Wie gesagt, ich habe von Fischfang wenig Ahnung, aber ich versuche natürlich auch immer neue Sachen zu lernen. Das, wie gesagt, hier mit dem Tisch, mit dem Ausnehmen dann des Fisches, das klappt noch nicht so ganz. Das hattet ihr aber auch schon in den Kommentaren geschrieben. Und jetzt werden wir erstmal hier die Köderlangleinen auswerfen. Die haben wir mit Krabben bestückt und werden das Ganze dann jetzt hier soweit ready machen. Wir gehen mal kurz hier in die Position. Wir könnten natürlich jetzt auch hingehen und könnten unseren netten Mann das Ganze machen lassen. Das wäre auf jeden Fall auch möglich. Gucken wir mal. Das heißt, wir können dem guten Mann jetzt hier auch sagen, jo, du machst das soweit einfach mal hier fertig. Da kommt er wieder raus, der gute Mann. Ne, wir fahren natürlich mit dem Autopiloten. Und er bringt das Ganze dann aus. So, der bereitet jetzt soweit alles vor. Jetzt fahren wir dann auch gleich weiter. Der Autopilot ist ja drin. Das heißt, er bremst immer einmal kurz ab. Ich guck mal. Der Autopilot, was ist mit dem? Fährt er nicht mehr? Doch, der ist eigentlich an. Der müsste jetzt eigentlich auch weiterfahren. Macht er auch. Er nimmt wieder Fahrt auf. Das läuft soweit. Ja, und der hat jetzt alles vorbereitet. Und dann ist es so, dass er das natürlich nach und nach auswirft. Warte mal, wir machen den nochmal aus. So, und jetzt müsste er eigentlich wieder beschleunigen. Jetzt. Er kann auch sein, weil ich jetzt hier den netten Mann quasi jetzt bedient habe, dass es daran liegt. Also das Spiel hat echt viele coole Sachen, aber es ist teilweise manchmal immer noch ein bisschen tricky. Jetzt haben wir noch eine 250er ausgebracht, weil ich die noch auf Lager hatte. Und dann werden wir heute auf jeden Fall noch rüberfahren und werden beispielsweise dann noch die anderen Langseeleinen noch einholen. Aber guck mal, es wird schon gelb, ne? Ich habe schon wieder zu lange gewartet. Ich glaube, wir holen die ein, wenn wir wieder zurückfahren. Ach, das ist... Ah, ich muss das besser abpassen, glaube ich. Ich glaube, das Bessere ist, einfach zu warten. Oder wir sagen jetzt, wisst ihr was? Ne, wir holen jetzt nur den Thunfisch ein. Ne, sodass wir hier den Kurs abfahren, den Thunfisch einholen. Und das quasi jetzt einfach so, ja, lassen. Ja, überlege ich mir gleich spontan, wie wir das genau machen. Ist halt immer ein bisschen tricky. Netzfischen könnten wir auch hier mit. Das können wir uns auch nochmal anschauen in einem der nächsten Videos.
Auf jeden Fall gibt es immer sehr, sehr viel zu tun. So, jetzt gibt er wieder die 1000 da raus. Weil ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange wir brauchen hier für die Distanz, bis darüber zu fahren. Wobei, so weit ist das, glaube ich, nicht weg. Ja, dann könnten wir das vielleicht einholen, rüberfahren und dann wieder direkt... Aber warum jetzt hier eine liegt? Ich habe da definitiv keine ausgeworfen, da bin ich mir 100% sicher. Das verstehe ich jetzt beim besten Willen auch nicht. So. Hier haben wir auch eine große Fischpopulation, da sehen wir schon. Schauen wir mal, wie das Ganze dann auch sich jetzt hier so ausgeben wird. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis wir das Ganze hier fertig haben. So, der wirft das jetzt nach und nach raus. Das könnte man natürlich die ganze Zeit auch manuell machen, aber dafür haben wir den guten Mann ja. Der bremst dann immer mal wieder kurz ab und nimmt dann wieder Fahrt auf. Oder auch nicht. Bisschen mehr Fahrt hier. Komm. Jetzt beschleunige ich da wieder. Dann können wir das Ganze gleich wieder auswerfen. Aber das Schiff gefällt mir. Hat allerdings einen großen Wendekreis. Ja, das ist mir da auch schon aufgefallen. Aber gut. So, einige Langleinen haben wir jetzt hier soweit fertig. Zack. Ist auch wieder rausgeworfen. Kapazität vom Lager haben wir 13.000 Kilogramm. Fangzeiten können wir auch sehen. Quoten können wir sehen. Ne? Wir sehen es jetzt hier zum Beispiel. Ne? Man kann die Quoten später auch noch erhöhen. Vom Sonar her, wenn man sich das mal anschaut hier. Das sieht ganz gut aus mit dem Thunfisch. Hier haben wir, glaube ich, noch Schellfisch. Müsste das, glaube ich, sein. Ist jetzt gleich komplett raus. Aber jetzt wird das Ganze jetzt hier rausgelassen mit den langen Leinen. Dauert natürlich alles ein wenig. Ja, und der Fischfang da drüben, der wird nicht besser, ne? Ne. Guck mal, der ist schon gelb. Ja, und gelb bedeutet halt, wenn wir uns das mal im Wiki angucken, ne, wir können uns das mal anschauen hier, niedriges Ergebnis, ne? Das können wir quasi knicken. Ich würde jetzt auch die anderen Leinen einfach so da lassen, wo sie sind. Und wenn wir das hier ausgegeben haben, einfach ein bisschen die Zeit vorspulen und dann das Ganze hier reinholen. Ne, das haben wir mal wieder verpasst. Ich dachte, das würde passen. Aber ich habe da noch nicht den optimalen Zeitpunkt gefunden, wie das Ganze dann wahrscheinlich am besten funktioniert. Ne? Da muss man halt auch immer ein bisschen gucken. Aber es ist natürlich immer ärgerlich, weil man dann ein Invest eingegangen ist. Ich weiß auch nicht... was sich jetzt hier am meisten lohnt. Ich habe mal vorhin geguckt, Schwertfisch lohnt sich echt viel. Und auch der Thunfisch, glaube ich, war ganz gut. Wenn wir den Fisch ausnehmen lassen, bekommen wir natürlich einen höheren Ertrag, weil wir den Fisch schon quasi aufbereitet haben. Ist natürlich abhängig vom Personal, was wir hier haben, das heißt von Thomas. Weil er kann zum Beispiel Reusen und Köder auswerfen, da ist er okay. Netz einholen ist er sehr gut. Und ausnehmen per Hand ist ja auch okay. Ja, aber ausnehmen per Maschine, das sind dann für die großen Kudder, da bräuchten wir auf jeden Fall dann, da ist auf jeden Fall besser für geeignet. Wir können Sachen später noch einfrieren und ach, was wir nicht alles machen können. Wir werden das auf jeden Fall alles testen und alles nach und nach machen. Aber wir haben jetzt natürlich hier schon einiges ausgelegt. Und ich würde sagen, ich bringe das mal eben gerade kurz aus und wir hören und sehen uns gleich wieder. Die letzte Langleine wird jetzt hier gerade ausgeworfen von unserem fleißigen Helfer. Und dann werden wir einfach ankern und ein wenig uns gedulden. Wir werden dann einmal hier zur anderen Seite fahren. Bedeutet, wir werden dann gleich einmal hier den Kurs fahren, sodass wir dann hier einfach direkt hier an diesem Ankerplatz, warte mal, wir fahren mal eine andere Strecke, das Ganze dann auch später direkt einholen können. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen geguckt, habe einmal abgespeichert, ein bisschen vorgespult, bis ich da gewesen wäre, wäre alles rot gewesen. Deswegen war die, die Variante, wo ich mir dachte, okay, warten wir lieber ab, bis das Ganze dann auch ja, fertig ist. Ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wenn wir da erstmal warten,
Und einfach hier auf Anker gehen. Wir können dem Menschen ja auch gleich sagen, der soll sich wieder ausruhen, weil der wird dann den Fisch später ausnehmen. Jetzt haben wir alle Langleinen soweit ausgeholt. Und dann würde ich sagen, schicken wir den mal wieder unter Deck. Der soll sich nämlich schön ausruhen. Und wir fahren jetzt einfach mal hier den Kurs. Und würden dann gleich hier an unserem Ziel gleich einfach ankern. Die Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. 4 Stunden haben wir jetzt schon. Das füllt sich so langsam. Müssen mal gucken. Ich habe jetzt mal hier ein paar ausgeworfen, da noch ein paar ausgeworfen. Inwieweit sich das dann auch verändert. So, jetzt sind wir vor Ort. Wir haben 8 Stunden. Bedeutet, wir können... Ich mache mal kurz hier die Kameraperspektive wechseln. Wir stehen mal kurz auf. So, und können... 8 Stunden hatten wir drauf. Das heißt, wir können jetzt mal so... 10... Na, machen wir mal 8 Stunden vorspulen. So, dann gucken wir uns mal jetzt die Population an. Das Ganze ist gelb. Nach 15 Stunden, okay. Hier vorne ist rot, da ist gar nichts. Das ist halt immer so die Sache, ne? Warten wir jetzt noch oder warten wir nicht? Ich würde sagen, wir holen das Ganze jetzt ein. Gelb ist zwar auch nicht optimal, aber die Frage ist natürlich, ob es auch irgendwann mal grün war, ne? Das wäre natürlich noch die andere Sache. Müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Wie sich das Ganze dann auch jetzt darstellt. Wir können da noch mal ein bisschen warten, dass die Population vielleicht noch ein bisschen höher wird. So, dann machen wir noch mal kurz 2 Stunden on top. Ob sich da irgendwas verändert hat. Jo, es ist grün. Ihr seht schon, 17 Stunden. Das ist nicht verkehrt. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, ich würde sagen, wir machen immer mal so 3 Stunden Schritte. Sollte das jetzt blau sein? Und blau ist halt wirklich optimal. Das können wir hier im Wiki auch nochmal nachlesen, hatten wir ja vorhin auch schon gesehen. Langleinfischen, blau, bestes Ergebnis. Und das ist auch genau das, was wir jetzt hier haben. Ich muss mal gerade kurz schauen, dass wir jetzt hier einmal ranfahren. Hier zu der ersten Leine. Ah, es geht halt nicht, okay. Dann werden wir jetzt uns einfach mal hier in das Schiff begeben und fahren jetzt einfach mal hier auf die jeweilige erste Reihe an. Da werden wir das auch gleich selber einholen. Das werden wir gleich machen. So, volle Fahrt voraus. Auf geht es. Also es war, glaube ich, doch eine gute Überlegung. Wir haben jetzt insgesamt ja, 20 Stunden gewartet. Und dann holen wir das Ganze jetzt gleich ein. Ich nehme ein bisschen die Fahrt raus. Weil ich habe gemerkt, je näher ich da komme, desto schwieriger ist das. So. Können wir gleich die Langleinen einholen. Ich mache ein bisschen Fahrt raus. So, jetzt müssen wir das einholen und dann hier im richtigen Moment drücken. Das heißt, wir müssen die Fische abschlagen. Wenn es blau ist, ist es gut und ansonsten ist es eher schlecht. Ja. Und jetzt schlagen wir die ganzen Fische jetzt hier so ein bisschen ab. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus Fishing Barrens Sea. Holen jetzt die Fische hier ein. Ausnehmen werde ich die automatisiert lassen, weil das klappt nicht gut, wenn ich ehrlich bin, mit dem, wenn man das selber macht. Es gibt zwar die Möglichkeit, das zu machen, aber es ist halt ein bisschen verbuggt und es sorgt halt nicht wirklich für Freude. Ah, jetzt haben wir perfekt welche eingeholt. 1000 Meter ist natürlich einiges, was wir da einholen müssen. Da vergeht natürlich auch ein bisschen Zeit. Weil ich denke, wir werden ordentlich Fisch jetzt reinholen hier. Auf der gesamten Länge. Und werden dann mal gucken, wie viel Fisch wir denn überhaupt bekommen werden. Ich hoffe, das Lager ist ausreichend. Weil ich hatte das jetzt gar nicht, glaube ich, abgegradet. Dass wir das nämlich dann auch hinbekommen. Ja, die anderen Fische, das ist halt, ja, dumm gelaufen. Mit den Ködern, die werde ich jetzt einfach mal da liegen lassen und irgendwann mal bei Bedarf wieder ausholen. Das war jetzt halt mal so ein Experiment, um mal wirklich zu schauen, weil ich kenne mich da wirklich gar nicht mit aus. Bin da auch wirklich der Laie. So, jetzt habe ich gleich die erste Leine eingeholt. Sehr gut. Da sind wir hier soweit fertig. Oh, guck mal. Das sind schon 5000 Kilo, ey. Verdammt. So, wir können aber den Typen jetzt sagen, der soll Fisch ausnehmen. Das bedeutet, der macht das jetzt ready. Geht dann jetzt hier zu dem Tisch rüber. Und wird dann den Fisch jetzt hier soweit aufbereiten. Da fängt er schon an. Der nimmt den Fisch jetzt aus. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Boah, ich denke, das Lager ist viel zu klein.
Das heißt, wir können hier auch wieder nicht alles reinholen. Belastend, belastend, Leute. So, wir fahren mal weiter. Das sind natürlich alles Lernprozesse, die man hier auch im Zuge des Let's Plays oder des Spiels immer mal wieder macht. Gerade wenn man so ein Neuling ist wie ich oder so ein Noob, wie der eine oder andere wahrscheinlich sagt. Aber der nimmt jetzt die Fische aus. Die werden dann jetzt hier verarbeitet. Wir haben nur noch... Guckt euch das mal an hier. Wie wenig... Tja, das heißt, da haben wir auch wieder richtig viel verschwendet, ne? Größeres Lager und kleinere Leinen wahrscheinlich. Das hätte vielleicht mehr Sinn gemacht. Aber wir haben jetzt schon mit dem optimalen Ergebnis so viel Fisch gefangen. Frischer Fisch, das ist natürlich auch mal so eine Sache. Ich nehme mal wieder ein bisschen Fahrt raus und holen wir die nächste Langleine rein. Ah, hätte ich das gewusst, ey. Wenn ich jetzt wieder hin und her fahre, das ist natürlich auch wieder die Sache. Zack. So, jetzt holen wir den nächsten Fisch ein. Und wenn wir Pech haben und der Fang jetzt richtig gut ist, wie er auch ist, aber es ist das optimale Ergebnis, ja, sind die anderen Leinen auf jeden Fall wertlos. Weil bis wir wieder zurück sind, ja, haben wir quasi alles, das, was jetzt noch blau ist, wieder auf rot oder whatever. Toll. Hätte ich doch mal kürzere Leinen erstmal genommen, ne? Ich habe ja direkt die großen genommen, die Tausender. Ich glaube, 250 hätte erstmal ausgereicht. Aber ich habe natürlich keine, wie sagt man, Erfahrungswerte, was jetzt wie ist. Da sollten wir erstmal Lager erweitern mit dem Verkauf, den wir machen. Auf Maximum. Dann sollten wir vielleicht auch dann die 250er Langleinen nehmen. Auch wenn wir vielleicht da nicht so viel bekommen. Aber zumindest bekommen wir da alles weg. Ich werde das dann auch zwischen den Folgen jetzt nochmal testen. Das heißt, zwischen der jetzt hier und der nächsten Folge. Um mal so ein bisschen zu schauen. Ich werde da auch mal ein bisschen vorspielen. Es gibt natürlich noch Netzfischen und viele andere Dinge, die man machen kann. Krabben gibt es halt auch noch. Und das Lager ist jetzt gleich voll, denke ich mal. Perfekt. So, wie viel haben wir jetzt noch gefangen? 4000, das war jetzt nicht so viel. Ich glaube, das war auch eine kürzere. Frischer Fisch, wir haben noch 3000 Kilogramm. Platz. Oder 3600. Und ich denke, da können wir noch ein bisschen was machen. Erst noch weiter am Ausnehmen hier den Fisch. So, da sehen wir schon, die Qualität ist auch sehr gut. Alles, was über 2 Sterne ist, ist eine sehr gute Qualität. Wir haben vorwiegend große oder gute Qualität des Fisches. Die Quoten sind auch sehr, sehr gut. Aber mit der nächsten Langleine ist es dann vorbei. Die anderen Sachen, die hier alle blau sind, die können wir nicht einholen. Da habe ich mich echt wirklich übernommen. Schade. Aber guck mal, da haben wir eine kurze Leine. Die können wir definitiv noch einholen. Weil das ist nämlich eine 250er. Da kann man mal einschätzen ungefähr, wie viel Fisch wir denn davon bekommen, ne? Das schauen wir gleich mal. So. Das ist jetzt eine kurze. Gut, bei dem einen hatten wir natürlich richtig großen Fang. Das war natürlich eine große Population, die wir da hatten. Bei dem Tausender, bei dem ersten. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie ich die hier reinhole. Ob ich die jetzt gut, okay oder perfekt reinhole. Das hat dann, denke ich, auch nochmal einen Effekt auf die Qualität. Ah, das war gut. So, das ist auch gleich schon eingeholt, die 250er. So, das haben wir auch eingeholt. Das waren jetzt 350 Kilogramm. Okay, 350 Kilogramm ist natürlich nicht viel. Können wir noch mal ein bisschen weiterfahren. Also die kleinen lohnen sich nicht, ist meine Meinung, weil 350 Kilogramm ist jetzt nicht viel. Oder vielleicht mit weniger rausfahren. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, ausnehmen.
frischer Fisch. Sieht schon mal sehr gut aus. Fangzeiten, da sehen wir es auch. Seelachs, Kabeljau, Schellfisch. Also wir haben einiges eingeholt. Und fahren jetzt nochmal zu der nächsten Tausenderleine. Tun die dann auch nochmal ein. Der Typ ist hier fleißig am Schnibbeln. Wir können natürlich auch den Fisch so verkaufen. Wir müssen den nicht ausnehmen. Aber wenn wir ihn ausnehmen und der eine gute Qualität bei der Ausnahme hat, bekommen wir natürlich auch ein bisschen mehr Geld für, ne? Das ist zumindest mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie das da beim Netzfischen ist. Ich denke, beim Netzfischen, wenn wir die großen Kutter haben, werden wir dann auch ja Maschinen haben, weil das habt ihr ja vorhin gesehen, wo wir bei Thomas mal ein bisschen geschaut haben, bezüglich der jeweiligen Eigenschaften. Mit einer Person fahren wir hier, glaube ich, ganz gut. Und nach diesem Fang hier, so wie das aussieht, haben wir wahrscheinlich unser Lager voll. Und je größer, also je mehr wir, glaube ich, perfekt machen, den Abschluss oder gut, desto höher ist auch der Fang. Sehr gut. Jo. Es läuft, es läuft. So, haben wir auch gleich das eingeholt. Ah, das war nur gut, schade. Bisschen zu früh geklickt. Ihr müsst halt so lange warten, bis der möglichst klein ist, hier der Punkt, und dann die linke Maustaste drücken, aber es wird euch auch erklärt. So, war wieder perfekt. Zwei haben wir noch. Und dann denke ich mal, ist das Lager voll. So. Komm, 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 komm. Auf geht's. Ja, Lager ist voll. Wir haben 4000 gefangen. Mehr passt da nicht rein. Also 3,6 bekommen wir pro 1000 alleine. Das müssen wir uns mal merken. 3,6 so ungefähr oder 4000, je nachdem, wie wir das Ganze abklappern. Der gute Mann, der nimmt jetzt hier noch die Fische aus. Bloß bis wir dann wieder zurück sind. Ich kann euch das mal zeigen, was hier drüben passiert ist. Ja, das ist halt viel zu lange. Da oben auch schon. Ich werde die dann zwischendurch mal alle einholen, werde dann nochmal hin und her fahren. Das ist wirklich schade. Und dann fahren wir jetzt einfach mal zurück in den Hafen. Ihr habt auch gesagt, dass man bei der Schnellreise, wenn ich jetzt hier zum Beispiel was anklicken würde und das nehmen würde, dann würde das Ganze auf jeden Fall dann auch mehr Sprit verbrauchen. Wir fahren jetzt mal wieder nach zum Dennis Point. Zack. Fahren wir dann mal rüber. Unser Typ, der nimmt natürlich jetzt weiterhin ein bisschen was aus in der Zeit. Ich weiß auch nicht, ob der ab und zu mal sich erholen muss. Gucken wir uns das mal kurz an. Frischer Fisch, ausgenommener Fisch. Mal, wie viel frischen Fisch wir noch haben. Das dauert ja ewig. Ist das Lager insgesamt? Ah, wir können mit der mittleren Maustaste das auch noch fokussieren. Aber der frische Fisch ist halt immer noch am meisten. So, mal gucken, ob er jetzt auch während der Schnellreise... Thomas ist zu müde zu arbeiten. Wow. Okay. Bedeutet, der geht jetzt schlafen. Das ist schön. Das freut mich. Hier geht jetzt schon wieder, weil wir ja weggegangen sind, das Ganze auf grün runter. Und grün ist ja nicht mehr so optimal. Bedeutet, wenn wir dann im Hafen angekommen sind, ja, haben wir nicht mehr so viel. Wir schauen mal, ob Thomas wieder fit ist. Ausnehmen per Hand. So, auf geht's. Der wird dann gleich wieder müde sein, dann wird er wieder anhalten. Aber es ist natürlich echt eine lange Fahrt, ne? Schwertfisch, ja gut, müssen wir mal gucken. So, Fisch wird auch noch ausgenommen. Jetzt haben wir schon wieder 19 Uhr. Ein paar kaputte. So, der Typ hat sich wieder hingelegt. Mach den Fisch fertig. Du Honk. Das ist natürlich die Frage, macht er das nicht? Guck mal, wie viel frischen Fisch wir haben. Oder wir verkaufen wirklich nur frischen Fisch. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Jetzt hält er wieder an hier. Ach, guck mal, das ist ein Schiff. Ja, lol. Das fährt natürlich jetzt gleich genau bei uns rein, oder? Ich fahr mal kurz beiseite. Er ist immer noch am Ausnehmen. Wie sieht's aus? Ja, er ist noch dabei. Vom Lager her können wir mal gucken. Ausgenommener Fisch. Aber so schnell kann er gar nicht ausnehmen. Ich weiß nicht, wie wir das noch beschleunigen können. Ja gut, mit Maschine geht's natürlich schneller. Oder ich muss halt weniger fangen, ne? Das ist natürlich...
auch einen Grund. Thomas ist zu müde, um zu arbeiten. Das ist schön. Das freut mich. Aber wir haben ja schon ordentlich was ausgenommen. Und dann verkaufen wir gleich mal unseren frischen Fisch. Wir könnten natürlich jetzt mal wieder vorspulen und warten und vorspulen und warten und vorspulen und warten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber er ist halt nicht der schnellste. Und von dem Ausnehmqualität her ist es okay. Wir haben vermehrt natürlich 5 Sterne Deluxe Fisch. Bei uns gibt es das frischen Fisch. Mann, Mann, Mann. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wenn wir gleich angelegt haben, was wir denn am späten Abend hier bekommen. Und da werden wir auf jeden Fall unser Lager ausweiten. So, dann haben wir es gleich geschafft. Da können wir gleich ankern. So, wir haben frischen Fisch. Jo, den können wir verkaufen. So, schauen wir mal kurz. Das ist der Ertrag. Kabeljau bringt halt sehr viel Geld. Seelachs bringt sehr viel Geld. Rotbarsch bringt mal gar nichts. Gibt es hier noch einen Unterschied zwischen ausgenommen und nicht ausgenommen? Weil das wäre jetzt mal so meine Frage. Weil das scheint ja schon der ganze Fisch zu sein, oder? So, 122.000 bekommen wir. Fang verkaufen. Also der hat jetzt hier keinen Unterschied gemacht. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist Verbesserungen auf unserem Schiff zu machen, denn wir brauchen ein größeres Lager. Wo ist es denn? Lager. Das können wir für 50.000 plus 10.000 erweitern. Boah, das ist aber auch nicht viel. Das ist aber auch nicht viel. Aber wir machen das einfach mal, dass wir das mal erweitern. Wenn wir uns jetzt mal die Karte wieder anschauen. Nee, warte mal. Wir wollen jetzt... Weil der Korb ist nicht leer. Okay. Das kostet 50.000. Okay, bezahlen wir das. Haben ein größeres Lager. Und da würde ich mich einfach nochmal ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze denn funktioniert. Das Wetter ist halt wechselhaft. Okay. Die Karte, wenn man sich das jetzt hier anschaut, das ist schon wieder alles rot. Ne? Das macht jetzt keinen Sinn, das Ganze mehr einzuholen. Ist halt echt schwierig. Wenn ihr dann noch Tipps und Tricks habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich würde es dabei jetzt erstmal belassen. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.